Na, da oben wäre ich eh nur ein Ruby. Mensch, ich habe hier eine Bombe. Wo habe ich hier eine Bombe rumliegen? Ich fliege mir mal doch mal ganz hoch, mal schauen, vielleicht dann habe ich einen besseren Überblick. Das Drive. Ne, das schaffe ich. Aha, bestimmt, doch, ich weiß, was ich tun muss. Das blaue Leuchten hier, das ist bestimmt so ein Stein. Das heißt, ich muss mir jetzt da eine Bombe schnappen und dann das da hineinschmeißen und dann aktiviert sich das. Ganz bestimmt. Da ist er, ja. Wow. Okay, ja, weiter geht's. Wow. Hey, eine Blume. Oh nein. Weißt du mich, oder war da hinten wieder dieser Gorone? Boah, zieht das viel vom... von der Schildanzeige. Da. Aha, das ist der Weg einfach zurück. Genau. So, mal schauen, was der hier will. Oh, so trifft man sich wieder. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich treffe mal wirklich an den verrücktesten Orten. Aber hör mal, ich habe gerade die Entdeckung des Jahrhunderts gemacht. Dies ist der Tempel der Zeit, ein sehr heiliger Ort. Und stell dir vor, an diesem Ort habe ich eine Bewohnerin der legendären Insel der Göttin gesehen. Ihre Kleider waren ganz so, wie sie die alten Schriften schildern. Sie ist mit einer anderen Person in den Tempel gegangen. Ich wollte ihnen folgen, aber da gab es eine Explosion und das Resultat siehst du ja. Jetzt kommt hier keiner mehr durch. Dabei wüsste ich nur zu gerne, was diese da gesucht haben. Ja, mein Freund. Du bist Corona, Mann. Ich meine, ihr wart früher immer so die Bombenprofis. Pulverfässer. Okay, ich habe nichts gesagt. Anscheinend muss ich ein bisschen umdenken. Hinten ist bestimmt etwas zum Zerstören. Sieht nicht so aus. Ich muss mal einen anderen Weg finden. Scheiße. Das war's nicht wert. Mal schauen, was hier ist. Stein. Vielleicht kann er die Explosion ja rückgängig machen. Geil. Okay, der Kleine hat Angst. Hilfe! Ja, ich bin dabei, siehst du das nicht? Ah, so geht das also. What the fuck? Geil! Uff, das war knapp, danke für deine Hilfe. Dies ist der Tempel der Zeit, in diesem Ort befindet sich das Zeitportal, das die Göttin erschuf. Laut in der Umgebung des Tempels selber, das Zeitportal gelangst du durch das Tor. Was meinst du? Du suchst einen anderen Weg? Nun, der Tempel der Zeit ist mit dem Ranelsteinwerk und durch einen unterirdischen Gang verbunden. Der Steinweg ist hier. Wo? Ah, jetzt muss ich zurückfahren. Nanu, diese Karte hat Fehler. Ich repariere sie. Was hat sie?
Moment, hast du das die ganze Welt verändert? Das René-Scheinwerk ist da vorne. Nett von mir. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Wie ist los? Die Übereinstimmung deiner Karte mit der derzeitigen Umgebung beträgt 35%. Der Unterschied ist beträchtlich. Ich schätze, dass die WR-301-Einheit vorhin die Karte an das frühere Landschaftsbild angepasst hat. Toll, das heißt, er hat mir jetzt die Vergangenheit gezeigt. Und dieser. Nein! Also schnell abfreuen, bevor es losgeht. Ah. Na gut, dann machen wir es halt so. Ich hab ihn wiederbelebt? Oh Mann, ey. Oh Gott! So, jetzt bist du aber tot. In der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Mein, nein, nein! Die Blume! Das Ding! Warte mal. Yeah. So, jetzt kann ich weitergehen. Das heißt also, ich muss jetzt durchs Minenwerk gehen, was vermutlich der Tempel ist, also das, der Dungeon. Und dann komme ich zum Tempel der, Tempel der Zeit, wo ich Zelda finde. Ich könnte ein bisschen Leben vertragen. Super. Danke für immer. Also da muss ich hin, hä? Ja. Der Vogel hat mich jetzt schon an. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Wie ist los? Gebieter, du stehst auf Treibsand, ohne zu versinken. Ich empfehle dir, die Karte zu konsultieren. An dieser Stelle verlief einst eine Straße, die nun durch den Treibsand verdeckt wird. Es scheint, als könntest du hier laufen, ohne zu versinken. Ich empfehle Signallichter auf der Karte, um den Weg zu markieren. Ich empfehle mehrere Signallichter zu setzen. Oh, episch. Damit ich weiß, wo ich überall gehen kann. Bin tatsächlich cool. Und hier müsste auch eine sein. Nein, nein, aber hier, genau. Ja, wenn ich schon mal hier bin. Komm her, ich hab, jetzt hab ich dich, jetzt bist du mein. What the? Ah, scheiße. Unsere Biene. Also mal schauen. Interessant. So, also, gehen wir hier rauf. Also, wo war die Mine? Irgendwo hier. Und die brauche ich jetzt erstmal
Schlüssel. Nein, ich brauche jetzt erstmal die Vergangenheit. Ah, da ist er. Also, was hast du zu sagen? Wer bist du? Dies ist der Hauptschalter zum Eingang des Renell-Steinwerks. Nur eine bestimmte Kombination der drei Zeiger wird dieses Tor öffnen. Ich spüre in dieser Gegend etwas, das dem Hauptschalter ähnlich ist. Ich spüre es mit der Aura-Suche auf. Verdammt, Mann. Was in dieser Suche? Ah, Mann. Okay. Sorry. Was ist da unten? Aha, da hinten. Genau da, wo ich das Team markiert habe, Zufall. Bomben! Was? Du hast den Bomben erhalten, die von Rosie und... Ja, das wissen wir schon. Was stand da? Angeplante Fördermenge, 150 Kisten, die Bauleitung. Ja, auch hier sind versteckte. Nee, eigentlich nicht. Scheiße, das geht nicht. Aha, toll, jetzt muss ich wieder diese Typen benutzen. Oh nein, muss ich gar nicht. Danach so. Überhin, so. Graben. Oh, Herzen, ja. Liebe. Oh, nein. Oh, Mann. Na gut. Dann lande ich wieder hier. Also ich muss jetzt die da irgendwie... Das war klar. So. Shit. Moment, was soll ich jetzt tun? Geh weg, nein. Wieso geht die Aura-Suche nicht? Muss ich überhaupt hier hin? Shit, man muss nichts ausnehmen hier. Ach, da war eine Straße. Warte mal, noch mal kurz die Aura suche, damit ich genau weiß, wo ich hin muss. Also da ist was. Doch, das ist hier. Eco-Kerne brauche ich.
Heftunfall zu vermeiden. Die Bauleitung, wie hast du gebaut, oder was? Wie komme ich da rein? Hier ist eine Straße. Hier ist keine Straße. Ah, toll. Wie jämmerlich. Ausgerechnet den habe ich nicht zerstört vorhin. Oh Gott, der Typ hält mich so auf. So. Okay, blauer Rubin. Aufheben, ich also irgendwie... Aha, ein Druckschalter. Gebitte, ich habe dir zu berichten. Ich schätze, dass es notwendig ist, dieses Gerät mit Strom zu versorgen. Scheiße. Ah. Stirb. Okay, das heißt, ich muss dich nehmen und da hineinrollen. Toll. Idiot. Oh Gott verdammt! Jetzt komm endlich her. So, rein da. Oh Gott! Also, komm nochmal. So. Meine Fresse. Na, das Ding wartet schon. Herzen, ich brauche Liebe. Ja, so, mit Geld kann ich mir keine Liebe kaufen. Jedenfalls nicht in diesem Spiel. Du suchst richtige Information, um in das Rennen zu... Ja, suche ich. Du siehst komisch aus. Komische Kerle verraten mir nichts. Was denn, ich muss das bloß nicht haben. Nicht hineinstechen. Was? Aha. Das heißt, ich hätte mein Essen schon mal. Hey, du willst mir jetzt sagen, dass ich geschwächt bin. Oh fuck, shit. So, das musste sein. Boah, der hält ja viel aus. So. Puh, das wäre Nummer 1. Dahin. Moment, Karte. Gar nichts.
Moment, doch, warte, die Grauen sind ja auch was. Immer schön die Wegpunkte markieren. Episch, okay. Hier ist nix. Okay, also, wo ist jetzt das ganze Zeug? Da hinten muss noch was sein. Ah ja, ich sehe es schon. Ganz ruhig, Link. Da, ja. Das ist schon ein Eingang. Und auch nichts. Oh, da war ich doch schon mal. Was ist das da? Da ist aber nichts. Okay, mal umschauen. Ah, oh, das ist ein Eingang. Cool, stimmt sie wieder in so ein komisches Rätsel. Nein, genau das gleiche nochmal. So, ich muss auf. Oh Mann, diese Viecher nerven mich. Was soll ich? Da. Ah, was haben wir hier? Gut. Na gut, Bombe von mir aus, da ist das. Oh, das halt. Gut, also hinten ist das. Ah, ich sehe schon, muss wieder mit so Sturm arbeiten. Also da unten. Jetzt muss ich das Viech bestimmt noch mitnehmen. Komm her. Blauer Rubin. Ich bin mir sicher, ich muss dich mitnehmen und es kratzt mich jetzt schon so extrem. Genau deswegen. Genau deswegen. So. So.
Schau mir nicht so an. Moment, jetzt werde ich hier noch verarscht. Das kommt gar nicht hier. Okay, jetzt will ich am liebsten schreien. Es sei denn, ich muss jetzt... Ah, Moment. Nicht gut. Moment, jetzt ist das Ding mit unten, hm? Oh man. Also gut, versuch es mal von hier. Bringt irgendwie gar nicht. Die bekomme ich ja sowieso nicht. Oh nein. Oh, das hast du verdient, Stier. Ah, du kommst, du kannst ja wieder aufstehen. Einfach muss ich auf die anderen Sachen achten. Nein. Moment, nochmal. Zeitwechsel. Ein Abgrund, okay, dann ist das schon mal ganz bestimmt nichts von Wert. Also ich muss darüber, darauf, das ist... Ah! Nein. Aktivieren. Genau, jetzt muss ich irgendwie schaffen, dass sein. Muss er ziehen? Nein, ich brauche ihn, er muss da rüberkommen. Aber er kommt ja nicht darauf. Und wie er darauf kommt, dieser Pisser. Warte, komm mal her. Nein, Moment, nein, wie man. Warte, genau. Fuck. Viel, viel zu nah, Mann. Also nochmal. Ja, was der Fuck, was spitze so weit weg? Oh, Moment, natürlich! Stimmt ja, so geht's ja auch. Moment, brauch ich jetzt nicht noch das andere? Ich hoffe, ist so ein Teil. Nico Kerner, das heißt, ich muss lieber schießen. Oh, ist ziemlich weit. Ich weiß, ich könnte es auch mit dem Ding machen, mit dem Käfer, aber ich will das treffen. Schaut. So geht's einfach. Oh, sliden. Oh, geil. So. Okay. Gut, und jetzt muss ich vermutlich auch das Ding mit dem Käfer holen. Ja, ich hab's gelöst. Verdammt lang gebraucht, aber später als nie. Oh Gott, ich bin so ein Feigl. Oh, jetzt ist das Ding noch dahin. Yeah. Stört mich nicht mehr.
So. Also. Puh. Dieser öffnet sich. Yeah, oh, eine große Truhe. Komm schon, was Episches. Komm schon, komm schon, komm schon. Was ist das denn? Monsterhorn, toll. Ah, jetzt sollte ich was tunen können. Und 5 Rubine. Also, jetzt das mein Ding hier reinstecken. Und irgendwie drehen. Da. Gut, jetzt kann ich wieder raus. Was gibt's hier drin? Eine Feder. Oh nein, Eldin-Erz. Und das sind in Ranel. Jetzt ein Stück Scheiße. Und so ein Shotgun, den ich gar nicht mehr brauche. Ich glaube wenig, dass ich hier zurückgehe. Ich gehe einfach so zurück. So. Also, wo ist der letzte? Jetzt ist, wie will ich mal das? Ah, eben dieser Shortcut da. Sehr schön. Oh Mann, lass mich in Ruhe. Ja, ich weiß, ich bin am Arsch. Irgendwo müsste doch noch einer sein. Oder? Ich meine, ich muss doch 3 aktivieren. Es waren doch 3. Jetzt bin ich verwirrt. Hab ich jetzt echt so schlecht aufgepasst? Moment, wie komme ich denn da überhaupt wieder hoch? Oh Scheiße, na komm schon! Nein, nehme ich keinen Schaden. Ich glaube, es ist hier eine Treppe. Ja, was ist, verdammt? Bitte, ja, ich weiß. Das musst du mir nicht sagen. Oh, hier kann ich rein. Bin ich echt schon fertig?
Und da fehlt ja noch ein drittes. Was soll ich wissen? Oh Mann. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Uiui. Also, warte, sprich nochmal mit mir. Wer bist du? Du bist der Hauptschalter. Oh Gott, the fuck. Das ist irgendwie immer dieselbe Information. Oder ich zeige dir das, was ich öffne. Aber du zeigst mir kein anderes. Oh, tatsächlich, doch, da unten. Oh, er ist jetzt, wenn ich so nah bin. Wo war das da unten? Ja. Toll, das bringt mir das, dass ich das markiert habe. So, Bombenalarm. Ich lasse mal. Ja, man weiß ja nie. So, mal schauen. Das ist eine Art Eingang. Ja, immerhin ist der nicht so schwer versteckt. So. Sehr schön. Blitz, Feuer und Wasser. Drei Elemente. Drei Hauptelemente. Bitte, ich habe jetzt zu berichten. Du hast die richtige Information in deinem Schalter gefunden. Gib dich nun zum Hauptschalter am Ranel Steinwerk. As you wish. Er schwächt wie noch nie zuvor. Ah ja, stimmt ja. Nein, nein, steckt so. Und jetzt, wie soll ich die Konvention erfahren? Gebieter, ich habe jetzt zu berichten. Na, schieß los. Symbole auf den Hebeln dieses Hauptschalters stimmen mit denen drei entsprechenden Schalter überein. Aha, das ist wie eine Uhr. Ich gehe davon aus, dass zwischen ihnen ein Zusammenhang besteht. 12, 9 und 5, nein, 4 Uhr. 12? Ja, genau, 12, 9 und 4 Uhr. 12, 9 und 4, okay. Also, das Wasser ist bei 9, sprich hier. Nein, eins zurück. Nein, goddammit. Na, ja. Genau. Feuer ist bei 5 Uhr. Und Donner bei 12 Uhr. So. Na endlich. Hat ganz schön gedauert. Also diese Mine. Eine Mine. So, speichern wir kurz. Speichern. So. So, epischer Sprung und so. Also, jetzt geht's los. Jetzt wird's interessant. Mal wieder.
tief hinab.